Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die bündnisgrüne Fraktion bringt diesen Antrag ein, damit Ungerechtigkeiten am Arbeitsmarkt zukünftig besser begegnet werden kann. Wir wollen ein Instrument erproben, mit dem Chancengerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und Arbeitsmarktbeteiligung gefördert werden können. Wir finden, Bildungserfolg und Erfolg am Arbeitsmarkt dürfen nicht von sozialer oder ethnischer Herkunft, vom Geschlecht oder vom Alter abhängen. Dass das anonymisierte Bewerbungsverfahren dabei helfen kann, Ungerechtigkeiten beim Arbeitsmarktzugang zu reduzieren, bestätigt unter anderem die Beratungserfahrung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Lassen Sie mich an dieser Stelle aus dem Infoflyer der ADS zitieren. Zitat: Ein kurzer Blick auf den Namen, auf das Geschlecht oder das Alter genügt in vielen Fällen, um eine Bewerbung auszusortieren. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Arbeitssuchende oder Frauen mit Kindern werden im Bewerbungsverfahren oft benachteiligt. Sie haben deutlich schlechtere Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Zitat Ende. Eine Untersuchung der OECD belegt zum Beispiel, dass Jugendliche aus Migrantenfamilien bei gleicher Qualifikation 3 bis 4-mal so viele Bewerbungen schreiben müssen, bis sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. An die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden sich außerdem häufig alleinerziehende Frauen und Menschen über 50 Jahre, die wegen ihres Alters benachteiligt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, die genannten Beispiele zeigen, es gibt dringenden Verbesserungsbedarf bei der Organisation und Durchführung von Auswahl- und Bewerbungsverfahren. Wenn qualifizierten Menschen, ob am Anfang oder im Verlauf ihres Berufslebens, aufgrund ihres Namens, ihres Aussehens, ihres Lebensalters oder ihres Geschlechts die Chance auf eine berufliche Bewährung verweigert wird, dann ist das sowohl ungerecht als auch wirtschaftlich schädlich. Anonymisierte Bewerbungsverfahren stellen eine konkrete Handlungsoption dar, um bewusste und unbewusste Benachteiligung weitgehend auszuschließen. Viele europäische Länder haben bereits ermutigende Erfahrungen mit dem Verfahren gesammelt. In Schweden beispielsweise zeigte sich, dass das Weglassen persönlicher Angaben in der ersten Bewerbungsphase deutlich verbesserte Chancen für Frauen und für Menschen mit Migrationshintergrund führt. Auch in Frankreich konnten solche Effekte nachgewiesen werden. In Belgien werden seit 2005 alle Stellen im öffentlichen Sektor mit Hilfe des anonymisierten Bewerbungsverfahrens besetzt. Ausgehend von solchen Beispielen hat die ADS im November 2010 ein Modellprojekt gestartet, in dem verschiedene Unternehmen, Behörden und Kommunen anonymisierte Bewerbungsverfahren testeten. 12 Monate lang haben 4 weltweit agierende Konzerne, darunter die Deutsche Post und die Deutsche Telekom, ein mittelständisches Unternehmen, das Bundesfamilienministerium, die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit und die Stadtverwaltung Celle neue Wege der Mitarbeiterinnenrekrutierung ausprobiert. In dem Pilotprojekt wurden mehr als 8.500 Bewerbungen anonymisiert eingesehen. Knapp 250 Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätze wurden erfolgreich besetzt. Der im März 2012 veröffentlichte Abschlussbericht zeigt klar die positiven Effekte anonymisierter Bewerbungsverfahren. Nicht zuletzt unter diesem Eindruck haben nun mittlerweile einzelne Bundesländer, etwa Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt, Beschlüsse zu Testläufen mit dieser Form der Bewerbung gefasst. Sehr geehrte Damen und Herren, nun ist es nicht so, dass das anonymisierte Bewerbungsverfahren eine Garantie gegen Diskriminierung bietet. Aber es kann dabei helfen, Diskriminierung abzubauen und neue Bewerberinnengruppen zu erschließen. Lassen Sie mich Ihnen an dieser Stelle kurz darstellen, wie anonymisierte Bewerbungsverfahren ganz praktisch funktionieren. Sichergestellt werden soll, dass die Einladung zum Vorstellungsgespräch ausschließlich aufgrund der Qualifikation erfolgt. Der Auswahlprozess soll also objektiviert werden. Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass zunächst auf ein Foto, den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum, auf Angaben zum Familienstand und zur Herkunft der sich bewerbenden Person verzichtet wird. Alle anderen Informationen werden wie üblich abgefragt, also etwa Berufserfahrung, Ausbildung, Motivation.
An dieser Stelle gibt es keinen signifikanten Unterschied zu herkömmlichen Lebensläufen, außer dem Verzicht auf Jahreszahlen. In der zweiten Phase, wenn die Einladung zum Vorstellungsgespräch ausgesprochen ist, erhalten die Personalerinnen dann die vollständigen Unterlagen mit persönlichen Angaben und können sich auf das Gespräch vorbereiten. Sie sitzen also nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen wird, vor einer ihnen völlig unbekannten Person. Im Vorstellungsgespräch können sich die Bewerberinnen und Bewerber dann unmittelbar persönlich präsentieren. Hier bleibt für bewusst oder unbewusste Vorurteile weniger Platz. Der individuelle Eindruck entscheidet. Befürchtungen, dass das anonymisierte Bewerbungsverfahren zu teuer oder zu aufwendig sei, erwiesen sich übrigens als unbegründet. Sehr geehrte Damen und Herren, die Landesregierung hat nach eigenem Bekunden das Pilotprojekt zum anonymisierten Bewerbungsverfahren mit Interesse verfolgt. Handlungsbedarf leitet sie daraus leider nicht ab. So steht es klipp und klar in der Beantwortung der Kleinen Anfrage des Kollegen Förster zum anonymisierten Bewerbungsverfahren. Stattdessen gehe die Landesregierung davon aus, ich zitiere, unter Beachtung der bisherigen Auswahlkriterien Leistung, Eignung, Befähigung grundsätzlich alle Stellen der Landesverwaltung unter dem Aspekt jeglichen Ausschlusses von Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht oder Herkunft besetzt werden. Und diese Sichtweise, meine Damen und Herren, genau diese Sichtweise und diese Herangehensweise ist es, die unbewusste Diskriminierung ermöglicht. Das Ausblenden bestehender Benachteiligungen, deren Existenz durch die eingangs zitierten Studien einwandfrei nachgewiesen wurde, das ist ein ganz wesentlicher Teil des Problems. Aber damit leider nicht genug. Neben mangelndem Problembewusstsein hat die Landesregierung auch noch ein gravierendes Informationsdefizit bezüglich des anonymisierten Bewerbungsverfahrens. Anders ist folgende Antwort auf die Frage, welche Unternehmen und Behörden in unserem Bundesland ein entsprechendes Verfahren zur Stellenbesetzung durchführen, nicht zu erklären. Ich zitiere, im Bereich der Landesverwaltung werden bisher keine anonymisierten Bewerbungsverfahren durchgeführt. Zitat Ende. Ist dort zu lesen. Das anonymisierte Bewerbungsverfahren für eine Projektkoordinatorin oder Projektkoordinatorin, das der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Juni 2012 durchgeführt hat, ist also offensichtlich von der Landesregierung völlig unbemerkt abgelaufen. Dabei wurde die Ausschreibung im Amtsblatt Nummer 25 vom 4.6.2012 veröffentlicht und enthält nicht nur einen ausführlichen Ausschreibungstext, sondern auch mehrseitige standardisierte Bewerbungsformulare. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sehen die Landesregierung in der Pflicht, Diskriminierung im Bereich des öffentlichen Dienstes abzubauen und fordern sie deshalb auf, frei werdende Stellen im Rahmen eines Modellprojekts gemäß anonymisierten Bewerbungsverfahrens zu besetzen. Für dessen konkrete Umsetzung gibt es, wie gesagt, innerhalb der Landesverwaltung bereits ausgewiesene Expertisen. Folgen Sie dem guten Beispiel des Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Meine persönliche Hoffnung ist es, dass die Verwaltung mit einem solchen Modellprojekt nicht zuletzt auch ein Beispiel für die Wirtschaft sein kann. Ich bitte um Zustimmung unseres Antrages und danke für die Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, die Diskussion zum anonymisierten Bewerbungsverfahren erschüttert mich teilweise. Insbesondere fehlt mir der Mut der Landesregierung, hier reinzugehen. Und Frau Polzin, Ihre Argumentation war für mich nicht schlüssig und ich möchte noch mal auf einige Punkte eingehen. Aber ich möchte noch mal mit einem Punkt aus meiner Eingangsrede anfangen und ich zitiere hier noch mal, und zwar aus dem Infoflyer, Zitat, ein kurzer Blick auf den Namen, auf das Geschlecht oder das Alter genügt in vielen Fällen, um eine Bewerbung auszusortieren. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Arbeitssuchende oder Frauen mit Kindern werden in Bewerbungsverfahren oft benachteiligt. Sie haben deutlich schlechtere Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Da habe ich von den demokratischen Parteien keinen Widerspruch gehört. Und ich finde es dann zu sagen, nein, wir brauchen kein Modellprojekt, es ist alles in Ordnung, echt fatal. Und ich weiß nicht, wer von den beiden Regierungsfraktionen der Bremsklotz
in dieser Debatte war. Wir haben den Antrag jedenfalls so geschrieben, um hierfür zu werben, dass sowohl die SPD als auch die CDU sich dafür entscheiden, hier ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren als Modellprojekt umzusetzen. Das scheint uns offensichtlich nicht gelungen zu sein. Und deshalb komme ich zunächst auf den Änderungsantrag der Linken zu. Natürlich haben wir das mitbedacht, aber aus dem Grund, dass wir gesagt haben, uns ist es wichtig, hier fürs anonymisierte Bewerbungsverfahren zu werben, haben wir auf die Punkte, die Sie in Ihrem Änderungsantrag eingebracht haben, verzichtet. Und zwar ist es natürlich so, dass der unmittelbare Einfluss von der Landesregierung mitgedacht werden muss. Und von daher, weil es für uns obsolet ist, dass es so passiert, haben wir es nämlich nicht mit reingeschrieben. Und dass ein Modellprojekt ausgewertet wird, Herr Förster, das versteht sich von selbst. Das traue ich auch der Landesregierung zu. Von daher haben wir das jetzt nicht explizit eingetragen. Aber deshalb komme ich jetzt noch mal zur Landesregierung zurück. Ja, das gibt Unterschiede, aber wie gesagt, wir haben dafür geworben. Frau Polzine, schön, dass Sie und die Landesregierung dafür das begrüßen, dass Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt sich auf den Weg machen. Wir haben hier Wahlkampf und wir haben eine Ministerin, die jetzt zurzeit für Gleichstellung und Arbeit zuständig ist. Ich finde es auch fraglich und hätte gerne noch mal eine Antwort darauf, warum hier Ministerin Schwesig nicht zugesprochen hat, weil doch Gleichstellung ein Thema ist. Und eins ist in der Diskussion noch mal sehr deutlich geworden, dass nämlich insbesondere Migrantinnen und Migranten schlechtere Zugänge haben. Und das ist bewiesen. Das wissen wir, wenn wir ins Bundesland hinausfahren. Und insbesondere Frauen mit Kindern. So wie Frau Tegmeier das gesagt hat, ich glaube, diese Erfahrung haben viele Frauen von uns sammeln müssen und das ist nicht gerecht und wir stehen für einen gerechten Arbeitsmarkt und das eben nicht nur mit Lippenbekenntnissen, sondern hier reicht es nicht zu sagen, wir wissen darum, aber wir tun es nicht. Also wie gesagt, ich werbe nochmals darum, hier ein Umlenken einzuführen, hier ein Modellprojekt umzusetzen, weil das ist innovativ. Das ist ein Zeichen an die Wirtschaft. Wenn wir hier diskutieren, mag es den einen oder anderen möglicherweise nicht so interessieren. Aber wenn den Worten Taten folgen würden, wenn tatsächlich Ministerien dieses tun und dieses konsequent, dann denke ich, wenn wir in einem Jahr das wieder auswerten würden, dass Frauen, insbesondere mit Kindern, auch Arbeitssuchende, denn sie fallen häufig auch raus, und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Menschen mit Migrationshintergrund eine Arbeit finden würden, nämlich im öffentlichen Dienst. Und ich denke, das sind die Menschen, sollten uns das wert sein, dass uns dieses gelingt. Ein Wort noch mal zur CDU. Kein Modellprojekt mehr. Also ich empfinde zurzeit die Arbeit in verschiedenen Ministerien nur noch als Projektarbeit und es geht ja auch dieses Wort rum, Projektitis. Warum wagen wir uns in dem Bereich nicht dazu, ein Modellprojekt in Gang zu setzen und dieses dann auch konsequent durchzuführen? Das kann ich nicht nachvollziehen und Herr Lindner, Ihre Argumentation hat mich nun wahrlich nicht überzeugt. Also, ich denke, die Schere im Kopf ist drinne. Das haben wir bei dieser Debatte heute festgestellt. Ich würde gerne diese Schere ein bisschen entschärfen. Bitte um Zustimmung des Änderungsantrages und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus